Willkommen zurück in Raccoon City. Diesmal wieder als Leon, während sich Claire um das kleine Problemchen mit dem kleinen Mädchen kümmert. Habt ihr in der letzten Folge gesehen? Claire hat ein kleines Mädchen gesehen. Das ist seltsam. Hallo, ja, noch springt hier keiner durchs Fenster, so wie bei Claire. Sondern hier kommen erstmal ein paar Arme durch. Lasst mich los! Werdet ihr wohl. Da ich von den Armen allerdings wusste, war ich jetzt nicht sehr geschockt. Wenn man den ausweichen will, sollte man sich an der Wand halten. Ich habe ganz vergessen, dass hier noch der Licker rumrennt. Dem werden wir erstmal kurz ausweichen. Hallo. Hey. Oh. Wir haben noch keinen Schlüssel. Hi. Licker. Das wird knapp. Die sind ja fast schneller als man selbst. Tss. Unglaublich. Worum wir uns jetzt mal kümmern werden ist... Naja, auch Leo hat die Charlie the Unicorn Medaille, die wir genau wie bei Claire hier einsetzen müssen. Nur der Ort, wo man sie findet, ist ziemlich unterschiedlich. Zuck. Ja, genau. Komm raus, Schlüssel. Du bist umstellt. Und es ist derselbe Schlüssel. Der Preset Key. Allerdings, es sind andere Türen, die man damit aufschließt. Es ist also nicht das... nicht sehr zuverlässig das Gleiche. Aber wir müssen uns ja noch um was anderes kümmern. Nämlich... um den Special Key. Wir müssen uns auch hier mit Leon erstmal wieder unter die Brücke begeben. Um mit unserem Freund und Kollegen... Na, eigentlich ist es ja nicht sein Kollege. Brad Vickers. Hi, Brad. Hallo. Ups, dein Kopf ist ja weg. Wie kommt das denn zustande? Genau, dann nehmen wir den Special Key. Also es ist empfohlen, das mit der Schrotflinte zu machen, das war genauso, wie ich es gemacht habe. Den Kopf wegpusten, weil... Ihr habt da bei Claire gesehen, dass das... dass Brad ziemlich resistent ist. Also resistent und persistent. Beides. Der verträgt einiges. Und aufgrund dieser Tatsache sollte man den denn mit einem gezielten Schuss der Schrotflinte dann am besten ans Jenseits befördern. Man braucht natürlich auch ein bisschen erstens Geschick mit der Schrotflinte, mit Köpfen entfernen, was ich jetzt nicht habe, das war jetzt mehr oder weniger Glück. Ich habe jetzt drauf gehofft, dass das passiert. Und es passiert auch. Ja, und dann vielleicht, wie ich gerade eben, ein bisschen Glück. Damit man am besten so viel wie möglich Munition spart. Jetzt müssen wir uns schon wieder zu dem Licker begeben. Ach. Kriegt man doch Kopfschmerzen von. Run! Hi! Diesmal aber da rein. Das war knapp. Der hat schon wieder zum Sprung angesetzt. Und ich weiß nicht, ob dieser Licker noch schon mit einem Schlag töten kann, aber es gibt Licker, die das können. Will you take the Ingram? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht auf dem Gefühl. Aber mit Leon ist hier Munition drin, das weiß ich. Oder? Ja, genau. Und da oben liegt jetzt kein Feuerzeug, sondern etwas anderes. Nämlich ein Crank. Ein Vierkant-Crank. Oder eine Vierkant-Kurbel auf Deutsch. A Square-Crank oder die Vierkant-Kurbel. Die könnte man jetzt checken, um zu erfahren, dass sie vier Kanten hat, aber... glaubt mir einfach. So, jetzt nehmen wir das auch noch mit. Können wir gut verstauen. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg Richtung... Ach, da klebt's auch noch auf der Decke, ey. Tch, das reißt. Ich hätte den ja auf dem Boden erwartet.
Aber ist besser, wenn er auf an der Decke klebt, weil da ist er weniger gefährlich. Ja, ich weiß nicht, ob die Hände nochmal rauskommen, deswegen bin ich lieber vorsichtig. Ja, toll. So wie ich da gerade reingerannt bin, war das nicht sehr vorsichtig. So. Korrekt. Jetzt können wir erstens den Special Key benutzen und zweitens Sachen loswerden und drittens. Ja. Drittens fällt mir gerade noch nicht ein. Aber jetzt mal den Special Key loswerden. Klick, klack. Und hier sind zwei Outfits. Ja, ich würde euch gerne umsehen. Einmal das linke und einmal das rechte. Das linke ist Biker-Outfit. Lederjacke mit Totenkopf hinten drauf genäht und ja. Die amerikanische Flagge auf der linken Schulter. Das andere dagegen ist, ganz normales Raccoon City, also RCPD Trainings-T-Shirt mit Cap. Das finde ich sieht noch am besten aus, auch wenn es ein bisschen seltsam aussieht. Also an einigen Leuten könnte dieses Outfit schwul aussehen, aber an Leon sieht es einfach nur... Okay, es sieht schwul aus, aber dafür hat es einen anderen Vorteil, nämlich den hier. Ist das nicht cool, wie er die Knarre hält? Wie ein echter Gangster. Und er hat sich... Und er ist nicht rasiert. Unter den Achseln. Wie schön, von, dass wir es auch jetzt wissen. Danke! Ein Stück nutzlose Information. Brauche ich die Crank jetzt unbedingt? Eigentlich... Na, ich lasse ihn einfach mal da drin. So. Ja, so werden wir jetzt den Rest des Spiels weiter rumlaufen. Lebt damit. Sieht albern aus. Bietet sicherlich auch super Schutz gegen Zombie-Biss, oder? So. Im Maskenshirt. Ah, da gut, da kommen wir damit nicht rein. Möchte man den Diamond führen. Ich wollte sowieso woanders lang gehen. Ich wollte nur die Tür prüfen. Ich kann mich erinnern, als Kind mal irgendwie ein Cheat benutzt zu haben, womit man die Wände gehen kann, um da reinzukommen, weil mich diese Tür so... Ach ja, übrigens, ich habe hier den Rubin, den zweiten, habe ich hier geholt. Kanntet ihr schon von Claire, deswegen habe ich das jetzt nicht aufgenommen. Ich habe als Kind, wie gesagt, da so ein durch die Wand geht Cheat benutzt. Nur um rauszufinden, dass dahinter gar nichts ist. Also, da war nichts. Man konnte dann durch die Texturen gehen und hat dann nichts von gehabt. Ziemlich nutzlos. Und hallo, ja. Ich weiß nicht, daran kann ich mich auch nicht erinnern, dass hier so viele... Aber naja, ich will mich ja gar nicht so drauf. Dafür schießen wir jetzt gut. Manche mögen sagen, das ist Munitionsverschwendung. Ist es auch. Aber glaubt mir, die muss man tun. Vielleicht besser mit einer Schrotflinte, aber... Lebt noch jemand? Wahrscheinlich. Hat der Typ irgendwas? Nö, nichts dabei. Okay. Auf jeden Fall, hier liegt noch Munition drum. Und zwar hier in dem Schrank, glaube ich. Genau. Auch wenn man es nicht sieht, also es lohnt sich im Spiel immer wieder mal X-Tasten zu drücken an einigen Schränken oder sonst was. None of this information looks useful. Für dich vielleicht nicht. Nee, wahrscheinlich hier nicht. Ich suche eigentlich immer Charaktere in Spielen, die ich parodieren kann, aber ich will eigentlich Leon gar nicht parodieren. The Desk is locked. Weil ich finde, Leon ist im Gegensatz zu Chris... Ich finde Chris nicht so cool.
Leon dagegen, finde ich, ja. Der ist nicht der typische Anabolika-Schlucker. Nein, das ist eigentlich recht smart. Ich mag ihn. Solange er nicht in diesem Outfit rumrennt. Aber naja. Ich wollte doch nur das letzte Buch im Bücherregal. Ja, gut. Man fällt also hier runter und sollte sich dieses Dings hier angucken. Denn das gibt einen Hinweis. Man beachte mal die untere Hälfte. Das kommt euch nämlich im Gesamten eigentlich euch bekannt vor. Das stellt nämlich die Ansicht der Bücherregale und die Wand hier, wie ihr gleich seht. Das ist halt nur eine andere Perspektive. Aber sonst. Jetzt muss man hier das so arrangieren, wie das da gezeigt wurde. Indem man das einmal nach rechts schiebt. So. Und dann das auch noch nach rechts. Gut. Das war easy. Und als Belohnung gibt es ein Bischof Plug. Also ein Stecker mit einem Aufsatz von einer Schachfigur. Und zwar dem Läufer, glaube ich. Ich glaube, das ist der Bischof, der in der deutschen Version dem Läufer entspricht. Nehme ich das rote Kraut mit? Ja, ich nehme es mit. Warum auch nicht? Ja, warum nicht? Weil ich dachte, ich hätte keinen Platz. Aber. Ja, ich bin mir bewusst, man hätte jetzt noch da oben lang gehen können. Da oben war nämlich. Ah, hallo, Zombie. Den lasse ich mal am Leben. Ja, den lasse ich am Leben. Und auch hier anlacken wir jetzt mal den Shotcut. Die Feuerleiter. Wie bei Claire. Nur gegen Claire einen anderen Blick. Du musst daran glauben, weil du stehst im Weg. Da wo Claire die Unicorn-Medaille gefunden hat, ist hier übrigens nichts bei Leon. Gibt kaum eine coolere Art zu schießen. Gangster-Style. Na gut, vielleicht mit zwei. Mit 2,9 mm wird das vielleicht noch cooler. Auf jeden Fall. Ach ja, hier. Da finden wir unseren ersten sogenannten kleinen Schlüssel. Small Key. Ja. Damit können wir dann also. Ja. Diese kleinen Schubladen öffnen, die Claire mit ihrem Dietrich öffnen kann. So. Allerdings ist es nur ein Small Key, ne? Das verbraucht sich recht fix. Aber wir finden ja noch ein paar. Ach, da hätte ich ja gleich kombinieren können. Sekunde. Das kombinieren wir damit. Jo. Brauche ich jetzt die Crank eigentlich? Nee, im Moment eigentlich gar nicht. Na, lege ich es nochmal weiß ab. Das dauert. Bis ich die Crank brauche. Was zum Heilen ist eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir mit. Kann erstmal nicht schauen. Gut, dann gehen wir mal Richtung. Naja. Wenn man das erste Mal spielt, dann wird man jetzt hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Hallo, Zombie? Den meine ich jetzt nicht, sondern ich meine was anderes. Sterf. Dankeschön. Das ist auch noch ein zweiter. Steht schon an Flammen da hinten. Hallo. Na, wie brennt's? Ja, steht nochmal auf, alles klar. Ah, auf Patronen zu verschwenden, wir haben nicht so viele. Ja. Wie gesagt, man wird von vollendete Tatsachen gestellt, weil. Es ist bereits ein Helikopter hier reingeflogen und man wird auch gar nicht aufgeklärt, warum und warum, wieso, also. Wenn man das erstmal durchspielt, dann ist da halt ein Helikopter. Ne? Warum der da ist, erfährt man dann, wenn man das zweite Mal spielt. Aber noch nicht.
So, unlocked. Woo! Auch hier finden wir Pistolenmunition. Ken! Ja, und da brennt er. Ich glaube, ich habe bei Claire schon erwähnt, dass man diesen Mr. X-Gegner bei Leon nicht bekämpfen muss. Den sieht man eigentlich sogar gar nicht. Nie! Ja, doch. Eigentlich sieht man den einmal. Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall hat er mit dem ersten Durchspielen eigentlich ziemlich wenig zu tun. Ja, hallo. Läuft's? Ich denke. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen mit euch spielen muss, aber ich habe keinen Bock, gebissen zu werden. War euch auch alles klar? Super. Freut mich. Wir gehen jetzt also hier in den Bereich, wo Claire eigentlich angefangen hat. Denn hier liegt etwas Wichtiges, was bei Claire nicht da lag. Übrigens rate ich davon ab, durch diese Tür da gehen zu wollen. Ganz schlechte Idee. So. Hier liegt nämlich bei Leon das Veil, das Ventil. Nehmen wir mit. Obwohl, ich werde mal doch durch die Tür gehen. Nur um zu zeigen, was passiert. Ah! Zombies! Hallo? Ja. Da hat man also erfolgreich in diesen kleinen, eigentlich Safe Room, weil da war eine Schreibmaschine, hat man dann erfolgreich Zombies reingelassen. Prima Sache. Sollte man vermeiden. Hallo. Naja, stören mich später. Und auch mit Leon werden wir den Helikopter löschen. Ja. Das ist unglaublich, dass man das Veil nochmal braucht später. Das ist noch so lange hin. Treffer! Wieder mal genau die richtige Seite. Schon bei 2 von 2 Versuchen erfolgreich. Ach, Zufall. Alles nur Zufall. Bin ich mir sicher. Oh. Und bei Leon finden wir... 9mm Patronen. Schade. Ich dachte, wir würden da Schrotflintenmunition finden. Naja. I guess that's not my lucky day. Woo! Hallo! Hallo! Eieiei. So. Ich weiß gar nicht, kommt man da eigentlich? Und habe ich noch genug? Ja, ich habe noch genug Platz. Kann ich ja theoretisch. Ist die Tür offen? Ja, sie ist offen. Praktisch. Dann kann ich ja hier jetzt die Schrotflintenmunition aufheben. Wer den letzten Teil gesehen hat, da erinnert sich, dass ich da mit Claire auch gesucht habe. Da war ja nichts. Oder das Inklüppen war das Beste. Und hier hat ja Claire ihre Blue Keycard gefunden. Und hier findet er allerdings sein... Diamond Key. Und mit Leon habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch einen anderen Vorteil, dass ich nämlich die beiden Diamanten habe. Die brauchen wir nämlich hier in diesem Raum. Der Helikopter. Oh Mann. Um den Helikopter kümmern wir uns tatsächlich sogar nicht. Noch nicht jetzt. Jetzt können wir auch passend mal das Grip mitnehmen. Vielleicht werden sie ja irgendwann gegen Ende des Spiels rar, ich weiß es nicht. Das Ding tun wir weit weg. Warum wollen wir das mal nicht? Ja, ich bräuchte ich jetzt mal. So.
Mit den beiden gehen wir jetzt wieder zurück in diesen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so ein... Ja, das ist ein Lagerraum. Ich würde ja fast sagen, das ist eine Galerie, aber... Da ist nicht viel, was ausgestellt ist. Da ist eigentlich eher viel gelagert. Viele Kunstgegenstände, aber das macht es noch lange nicht zu einer Galerie. Obwohl diese Statue, die hier ist, die ist schon kunstverdächtig. So, einmal hier und einmal hier. Genau, was finden wir jetzt da drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist ein... Ein Kingplug. Hm. Also wieder ein anderer... Ja. Habt ihr jetzt auch gerade gedacht, dass da jetzt ein Licker durch die Decke fällt? Nee, nicht bei Lian. So. Was man mit dem Plugs macht, das werden wir bald sehen. Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Aber ich glaube, wenn ich dann das Rätsel dafür sehe, dann fällt es mir wieder ein, wann ich die brauchen werde. Bis dann wird das Ding erstmal hier gelagert. So, was nehme ich mit? Vor allem, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt... Aber wir könnten auch... Aber wiederum könnten wir... Dann können wir allerdings... Ich weiß, innere Monologe nerven bei Let's Plays. Deswegen erkläre ich euch, dass wir jetzt einfach durch diese offene Seite gehen werden, wo es dann die Treppen runtergeht und noch drei grüne Kräuter an der Zahl liegen sollten und uns dorthin begeben werden, wo wir mit Claire das Ventil gefunden haben. Nur um uns danach in einen der schlimmsten Räume bisher begeben zu müssen. Boah, ist das mit, gefüllt mit Zombies, kann ich nicht sagen. Die Kräuter hatte ich, glaube ich, erstmal hier. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, nicht genug Platz für viele Kräuter. So, können wir erstmal den Kollegen hier durchsuchen. Dann haben wir auch wieder Pistolenpatronen. Die Tür da hinten sollte man auch herzen. Und hier liegt natürlich jetzt kein Ventil. Haben wir ja woanders gefunden bereits. Und auch hier stehen sie wieder Schlange, um erschossen zu werden. Na? Wer will gehört noch nicht? Okay, noch jemand? Ja, das ist der hinten, klebt von sich. Oh, das ist ein fieser Trick! Fieser Trick! Ja, da wird er den Kopf abverdient. Jetzt sind wir wieder im Büro. Und auch hier liegt... ich habe eigentlich keinen Platz... Aber das könnte ich ja gleich verwenden, das könnte gerade dann so viel. Ist das okay? Ne? Okay. Und die Kombination kennen wir natürlich für den John. Was war's nochmal? Die 2236. Alles klar. 2236. Hey! Schrotflintenmuni! Yeehaw! Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Und natürlich noch die Map. Die Map ist übrigens, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen kann. Nö. Wo ist nochmal der Knopf dafür? Das ist er nicht. Ne, ich kann es euch hier zeigen. Die Map ist eigentlich ziemlich wichtig für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Das zeigt nämlich an, wo es verschlossene Türen und wo es noch offene Türen gibt. Die Map ist nicht ganz so nützlich wie in Silent Hill Spielen. Auch eine sehr geile Game-Reihe. Aber... Naja, sie ist halt nützlich.
Die gelben Türen sind die offenen Türen, soweit ich weiß. Die roten Türen sind die Türen, die zu sind. Und diese... ja. Lilanen Türen sind Türen, die meiner Meinung nach jetzt mit den Schlüsseln, die man hat, aufgeschlossen werden können. Da gehe ich jetzt mal von aus. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber das testen wir jetzt nämlich gleich aus. Zack, zack. So. Wir müssen also nämlich eh hin. Oh, ich hasse diese Tür. Ich hasse... Ne, ich hasse nicht die Tür, aber ich hasse den Abstand, der jetzt gleich kommt. Schon mal die Pumpgun in die Hand genommen. Denn jetzt gibt's ein Splatterfest. Hallo? Hi! Wie geht's euch, Leute? Alles fit im Schritt. Das ist wohl einer der geilsten Szenen des ganzen Let's Plays, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das selbst zensieren sollte. Das ist ja brutal. Eieiei. Kraut lassen wir erstmal da stehen. Da habe ich gerade nicht so viel Platz für. Und dann gehen wir mal hier durch die Tür. Das war wirklich brutal. Hat gar nicht mal so viel Munition gekostet. Ja, du bist tot? Glaube ich dir nicht. Doch? Okay. Ich glaube dir nicht, dass du tot bist. Du lebst, aber noch. Aber nicht mehr lange. Hä? Wo kommst du denn her? Lag der da schon vorher auf dem Boden? Ich hab den gar nicht gesehen. Naja, okay. Die sollten tot sein, theoretisch. Ach, hätte ich jetzt noch das andere grüne Kraut. Auf jeden Fall, das sind Holding Cells. Also, ach nee, das sind gar keine Holding Cells, das sind die Verhörräume. Der hier. Und der andere hier. Geht aber noch nicht rein. Ich guck erstmal hier, weil. Die Tür sollte ich jetzt aufschließen können, oder? Die sollte offen. Nee. Ey, Club is etched under the keyhole. Seltsam. Ach so, dann korrespondieren die blinkenden Farben mit den Schlüsseln, die sie jeweils öffnen können. Dann wäre also rot für Herz und anscheinend steht dann lila für den Club. Wie es denn anscheinend hat. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, ich kann dann diese Tür noch nicht aufschließen, irgendwie. Hä? Okay, das war also random. Ich geh erstmal hier. Hier sind nämlich, glaube ich, noch Pistolenpatronen. Ah, da glänzt noch was. Glänzen gleich zwei Sachen. Was ist das? Was funkelt da? Hey? Oh, ein Small Key. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Cool. Allerdings. Auf der anderen Seite glänzt ja auch noch was. Allerdings kommen wir da noch nicht ran. Das ist nämlich auf der anderen Seite des Raums. Das ist nämlich Trickglas, wie ihr das beschreibt. Ich habe jetzt die Scheibe nicht angetouched, aber ich glaube, ich habe das schon mal gemacht und da sagt er, that's magic glass. Also, nicht wirklich magisch, aber man kann halt nur von einer Seite durchgucken. Ihr kennt das sicherlich aus dem vierten Film. Dann holen wir uns mal. Hey, da liegen Kabel! Habe ich so viel Platz? Nicht wirklich. Nicht wirklich, aber...
Was machen wir denn da? Erste-Hilfe-Spray, Kabel. Ich glaube, die Kabel sind am wichtigsten. Und da hinten liegt auch noch was drin. Ich muss hier noch mehr herkommen, ja. Cord. Ja, das sind die Kabel. Ne, die nehme ich jetzt nicht mit. Stattdessen nehme ich jetzt mal das da hinten mit. Was auch immer das ist. Also wahrscheinlich noch ein Plug sein, genau. Der Rook-Plug. Rook? Sagt mir jetzt nichts, aber es sieht aus wie ein Turm. Also wahrscheinlich ein Turm. Ja. Fick! Schlicker! Nicht! Ich wusste, dass der da ist, aber... hab mich trotzdem erschreckt. Das Problem ist, ich muss normal dahin, ey. Muss ich ja auch. Nein, die muss ich da jetzt nicht hin. Die Kabel sind ja total optional. Das erste Hilfe-Spray sowieso. Aber trotzdem. Wäre natürlich lohnenswert, wenn man da hingehen würde. Aber ich sage euch was, ich mache das offscreen. Das muss euch ja nicht interessieren. Also. Erinnert euch dran. Die Kräuter, die wir hier gesehen haben, das rote Kraut, das grüne Kraut, die anderen drei grünen Kräuter, erste Hilfe-Spray und Kabel werde ich mir offscreen dann mal holen. Jo? Gut. Verstehen wir uns ja. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ein Ziel. Naja, das erste Ziel, also das ist jetzt nicht das Ziel. Haben wir das schon geöffnet? Nee. Na gut, jetzt haben wir es getan. Das sind Patronen für die erste Hilfe-Spray. Tolle Waffe. Die erste Hilfe-Spray. Die Pistole wollte ich sagen. So. Können wir den ja hier auch noch hin tun? Haben wir jetzt König? Läufer? Und Turm? Allerdings jeweils zwei Weiße, also zwei Weiße und Schwarze. Seltsam. Na gut. Egal. Wir sind auf dem richtigen Weg. Behaupte ich jetzt einfach mal. Den Schlüssel habe ich auch noch. Was könnte da noch fehlen? Ach, der lebt ja immer noch. Ich vergaß. Ich will den auch nicht töten. Der ist eigentlich ganz gut ausweichbar. Und weil er so gut ausweichbar ist, bleibt er am Leben. Ich trau diesen Fenstern nicht. Ich trau diesen Fenstern nicht. Warum sollte ich auch? Nee, so. Immer schön seitwärts gehen. Erinnert euch nämlich, hier hinten ist noch ein Raum, den wir noch nicht beschritten haben. Der hier. Bevor ich da reingehe, ins nächste Zombie-Fest, benutze ich übrigens wieder die Schrotflinte. Ja. Da wimmelt's wieder von Zombies. Hey guys. Ich glaub, du kommst zuerst. Ja, wir sollten vielleicht mal nachladen. Ich weiß gar nicht, ob das so explizit auch dargestellt wurde in der deutschen Version. Ich denke ja mal nicht. Wirst du wohl umfallen? Ach, ihr seid zu zweit! Noch schlimmer. Aber schon tot. Alles gut. Gut für euch, gut für euch. Hier ist ein Mikrofilm. Sonst noch was? Na. Na, ist da noch was? Na. The lock is broken and can't be opened. Das ist übrigens die Asservatenkammer.
Ah, Schrotflinten. Munition. Aber wir haben doch mal so einen Brief gelesen mit Claire von wegen, dass jemand C4 und das ist das, was ich eigentlich suche. Um ehrlich zu sein. Ich suche C4. Wofür ich C4 brauchen könnte, naja. Das ist halt alles seine Gründe. Ja. You unlocked it. Ach ja, jetzt kommen wir auch wieder in einen Raum, in dem wir zwar schon mal waren, aber nicht wirklich. Nicht wirklich frei uns bewegen konnten. Das hier ist nämlich der Raum, in dem wir Marvin getroffen haben. Aber wie wir sehen, Marvin liegt nicht mehr hier, insofern ist er weg. Clevere Logik, ne? Marvin liegt nicht mehr hier, also ist er weg. Aber hier ist noch ein wichtiger Brief. Bevor wir den wichtigen Brief lesen, sollten wir erstmal die Tür hier genau öffnen. Wieder mal eine Abkürzung. A Memo to Leon. Tja, das ist für mich. To Leon S. Kennedy. Congratulations on your assignment to the Raccoon City Police Department. We all look forward to having you as a part of our team and promise to take good care of you. Welcome aboard from all the guys at the RPD. Ja, danke. Ich fühle mich schon so richtig willkommen hier. Ist aber auch teuer, ne? Da liegen noch Partyhüte und Trinkbecher und sogar so eine Brillennase mit Bart. Toll. Echt toll. Und im Hintergrund sehen wir Marvin, wie er da an der Tür da hinten rumlehnt. Hey Marvin, alles klar? Warum bist du so nah an mir dran? You should have killed yourself, Marvin, while you were still human. So, dass du dich selbst töten sollst, als du noch ein Mensch warst. Das würde mir Arbeit ersparen. Aber das fällt sicherlich einigen Leuten nicht so einfach, sich selbst zu töten. Was? It's a photo stand. Possibly by family photo. Possibly. Woo! Das ist der Herz. Oh Gott. Ich weiß, was das bedeutet. Nicht gut. Nicht gut. Ja. Können wir ja theoretisch das jetzt nehmen, ne? Das Kraut. Ist ja jetzt frei. Zack. So. Was mache ich jetzt? Im Prinzip haben wir genug Fortschritt eigentlich jetzt. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt zurück zum Darkroom, entwickle noch eben den Film. Und dann schauen wir uns das Foto an, was dabei rauskommt. Und switchen dann mal eben zu Claire. Ich wollte jetzt sagen Becky, aber die taucht hier nicht mehr in dem Teil auf. Jip, jip, jip. Ich glaube mir, was auf dem Foto drauf ist. Oh, ich glaube, ich erinnere mich gerade. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Einfach mal nachschauen. Wozu haben wir es denn? So, du professioneller Fotolaborant, entwickel die Fotos. Ah, Film A. Ah. Ja. Arm mit Auge. Sieht natürlich mutiert aus. Drei Klauen. Ist ja, naja, ich würde sagen fast ein Tyrant, aber Tyrants haben nicht die Angewohnheit, Augen zu haben an den Armen. Die sehen mehr human aus und nicht so krass mutiert. Code G. Human Body Experiment. 15.09.15.24 Uhr.
Ja, und dieses Code G ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es den G-Virus anscheinend doch gibt. Auch wenn es keine Hinweise bei dem Typen davor gab, der wohl gemeint hat, dass es keine gibt, aber das ist ja mal ein Hinweis, oder? Also, wenn das kein Hinweis ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, nicht das Messer. Auf keinen Fall. Ich wollte speichern. Wir sind dann also in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werde ich dann bereits noch die ganzen Kräuter hier eingesammelt haben und das Kabel und andere Sachen. Bis dann. Erstmal mit Claire. See you.